Moin, werte Damen und Herren, das hier ist das Nasenaffen-Weihnachtsspecial. Ja, 3 Tage lang gibt's jeden Tag eine mehr oder weniger weihnachtliche Story. Und heute bin ich nicht alleine, denn bei mir ist... Moin, ihr Snaggen. Scheiß. Moin, moin. Mein Name ist Mario Appler und ich mache so Drogen-Stories auf YouTube. Ja, das ist ganz komisch, wer sowas macht. Also, ganz, ganz strange. Es geht natürlich in jedem Video nicht um Drogen, sondern es geht nur um Brokkoli und nur gesundes Gemüse und Kopfschmerztabletten. Ja. Und in der heutigen Story geht es sogar nicht nur um keine Drogen, sondern auch nicht um Brokkoli oder sonst etwas. Denn es ist etwas ganz Außergewöhnliches auf diesem Kanal. Eine Party, bei der keine einzige Substanz zu sich genommen wurde. Es war eine sehr untypische Party, aber sie war eine Gameshow. Ja, eine sehr komische Gameshow, die ziemlich, die war schon sehr besonders, aber also ich meine, wir lieben die Leute da und, aber es war schon sehr cringe, ne? so ein bisschen, aber es hat Spaß gemacht. Also, wir haben eine wunderschöne, nette Dame kennengelernt, wir haben in so einem Jugendzentrum einen Workshop gegeben. Und sie hat daran teilgenommen und sie meinte danach so, yo, hey, ich dachte erstmal, sie flirtet mit mir. Ich war fest davon überzeugt, entweder sie ist die netteste Person auf der Welt oder sie flirtet mit mir. Am Ende hat sie einen Freund. Rest in peace. Aber das ist nicht das Thema. Jedenfalls hat sie uns auf ihren Geburtstag eingeladen. Und wir wussten schon von ihr, dass sie so nicht mal Alkohol trinkt, noch nie Alkohol getrunken hat oder... sagen Sie etwas. Mal, sie braucht das nicht. Sie so braucht wie sie das. Drauf ist, braucht sie das nicht. Ja, also sie ist sehr aktiv, kann man sagen. Und sehr organisiert. Eine Filmstudentin, mit der haben wir auch Filme gedreht. Aber die können wir euch nicht zeigen. Die sind sehr besonders gewesen. Ja, das klingt jetzt falsch. Oh, also, ja, jetzt auf unserem Pornhub-Kanal. Nein. Jedenfalls war das Thema der Party Stripclub. Das macht jetzt die Videosache nicht besser, ne? Also wenn das Thema der Party Stripclub ist, dann ist es halt nicht gut, dass wir besondere Videos aufgenommen haben zusammen. Ja, schön wär's. Aber jedenfalls, wir haben einen anderen Dresscode erwartet, als es der Fall war am Ende. Ja, Dresscode war ja Stripclub, also es sollte ja in die Richtung gehen, Stripclub, und wir haben uns halt darauf vorbereitet, ne? Aber halt nur wir. Das ist halt das Problem daran. Wir hatten gedacht, die kommen so mit richtig nice Outfits, die Damen. Ah gut, war auch teils der Fall, ne? Aber ja, also... Tiefer Ausschnitt und sowas. Gab ja schon einige, die da tiefen Ausschnitt hatten, aber es war eigentlich schon sehr normal gekleidet alles, ne? Also, ja, also die anderen. Außer wir, ja. Wir sind in Anzug und Anzugweste gekommen. Wir sind halt richtige Männer gewesen. Wir sahen gut aus. Ja, ja, also, wir waren sehr sexuell anziehend. Ja, ja. Ich habe extra ein Hemd gekauft für die Party. Hast du es ernsthaft dafür geholt? Oh Gott. Es ist... Naja, jedenfalls ging die Party los. Eine Party ohne einen Tropfen Alkohol. Dafür sehr viel zu essen. Und wir sind hingekommen und... Wie erwähnt, war alles... Erstmal das Mikrofon schlagen. Wie erwähnt, war alles sehr, sehr organisiert. Wir sind da hingekommen und es wurde erstmal eine Vorstellungsrunde gemacht. Einmal wie in der Schule. Ja, aber jeder hat sich sowas vom Buffet genommen und hat also gesagt, ja, hi, ich bin Mr. der Nasenaffe. Meine Lieblingsfarbe ist blau und ich esse gern das da. Das hat dann jeder gemacht. Das war ein bisschen wie in der Schule. Was hattest du nochmal als Gericht? Irgendwas Russisches. Ich glaube, nee. Wodka. Ich dachte, es wären. Ich glaube, es war ein Gnocchi. Gnocchi? Ja, oder so ähnlich. Sie war Russin. Echt? Oh, stimmt ja. Ihre Mom hat ja diesen krassen Akzent, ne? Ja, und ihr Dad auch. Der hat später einen Igel gebracht. Ja, der Igel war richtig. Der war eigentlich der G auf der ganzen Party. Der war heftig, der Igel. Naja, wir haben da jedenfalls noch gut gegessen. Ich war sehr hungrig. Es sind so zwei Leute mit einer Kamera umgelaufen. Generell wurde sehr viel gefilmt an der Party. Sie war ja Filmstudentin. Und am Ende kam so ein richtig nices Aftermovie. Das war... Oh, der, ja, der das war... Cool. Das sah richtig, richtig gut der aus. Der war richtig cool. Der wurde auch richtig Zeit reingesteckt. Jedenfalls bin ich
die Hälfte dieses Aftermovies die ganze Zeit am Fressen, weil ich übel Hunger hatte und die ganze Zeit gegessen habe. Aber das Essen war auch nice. Ja, außer der Kuchen. Wir hatten so einen Kuchen und der war, also der war schon nice, aber die hatten so diese Cremetorte oben drauf, also dieses Creme, diese Sahne da, die war sehr süß. Ja. Und ich mag so süße Sachen nicht, also zumindest nicht auf dem Kuchen, das ist irgendwie seltsam. Du magst mehr so grüne Sachen, oder? Grüne Sachen, da stehe ich drauf. Die sind super. Mehr dazu auf dem Kanal Mario Apla. Abonniert ihn, er ist super. Der macht sogar aufwendigere Videos als ich. Das ist insane. Ja, nur weil ich irgendwelche Bilder, die ich aus Google kopiert habe, einfach reinfüge und dann irgendwas dazu erzähle. Ist auch voll witzig. Aber ich Photoshop die noch manchmal ein bisschen. Ja. Ich meine, stell dich mal so ein Mario Apla mit, ich weiß gar nicht mehr, wie das echte Pokémon heißt. Nee, Mirapla. Mirapla, genau. Ja. Stell dich das vor mit Hanf. Es ist unglaublich. Naja, jedenfalls haben wir im weiteren Verlauf der Party dann Spiele gespielt. Sie haben uns das so erklärt. Sie hatten auch hier DJ-Pult und sowas und Mikrofone und Boxen da. Und das wurde dann moderiert von ihr und ihrem Freund. Und es wurde einfach eine Gameshow, ja. Wir konnten Punkte sammeln und Preise gewinnen. Ich komme immer noch nicht darauf klar. Weißt du, an was mich das erinnert? Es gab früher mal auf Kika oder Super RTL so eine Gameshow. Wie hieß die Nummer? Giganten Club? Das war. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber das hat mich ein bisschen so eigentlich. Ne? Wart ihr nicht mal bei sowas? Nein, das war die andere Klasse. Das war die Klasse von dem Jay, dem kleinen Zwerg. Von dem, das war die Klasse von dem. Ja, die waren da, ja. Ah, ja. Ja, der Jay. Der Jay. Brauche ich normalerweise, aber ja. Ja, Junge, das war der größte Traum, so als Kinder in so einer komischen Show teilzunehmen. Ja, ne? Ich wusste gar nicht, wie die das hinbekommen haben, aber die haben es gemacht. Das ist insane. Jedenfalls war das erste Spiel dann, das war ziemlich cool. Wir hatten alle so ein Blatt Papier bekommen und Stifte. Und wir hatten nur eine Farbe immer. Und dann sollten wir anfangen, ein Bild zu malen. Und das wurde dann immer alle 30 Sekunden weitergereicht und dann hat irgendjemand was hinzugefügt. Es kam ein wunderschönes Bild bei mir heraus. Ich wollte erst mal... Oh mein Gott, wir könnten... Wir können das einblenden, ne? Ich kann dir auch noch das Bild von mir schicken. Ich glaube, ich habe das sogar noch. Ja, das ist gut. Dann können wir die Bilder mal einblenden, ja. Ich habe... mein Bild hat damit angefangen, dass ich die Augen und den Mund und einen Joint gemacht habe. Ich wollte damit meinen Kollegen Mario Wafler hier ein bisschen abbilden. Er hat mir Hunger gemacht damit, weißt du? Wir durften ja nichts rauchen, wir durften ja nichts trinken. Es war ja einfach alles einfach nur noch langweilig irgendwie, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wurde der Mario Wafler ein bisschen entfremdet auf dem Bild. Aber es wurde ein wunderschönes Kunstwerk. Ach, das sollte ich sollte das sein. Ja, ach so. Sonst, du hast einen Dübel in der Hand und guck mal, das hängt da sogar an der Wand. Hast du noch gar nicht gesehen, oder? Wo? Da hinten. Das hier? Ja, das ist ein Kunstwerk. Okay, ich sehe gerade, ich wurde auf jeden Fall mies misshandelt auf diesem Bild. Das ist echt traurig. Ja, traumhaft. Das fällt mir erst jetzt ein. Als nächstes Spiel hatten wir Stille Post quasi. Aber mit Zeichnen. Ja. Das war auch sehr witzig. Da hat dann am Ende jeder gezeigt, was da rauskam. Es war sehr strange. Was ich übel funny fand, die Freundin, die Geburtstag hatte, die hat einfach Apo Red aufgeschrieben. Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Warte mal, was? Ja. Echt? Ja. Na, das Apo Red. Aber Apo Red? Der hat nicht lang durchgehalten. Also, er war nicht mehr. Ach so, in den Zeichnungen wurde er irgendwann auch sehr entfremdet. Ja. Die Location war sehr nice. Also da hat man das Thema Stripclub auf jeden Fall gemerkt. Da waren so Leuchtstangen und so LED-Tafeln so ein bisschen. Das war sehr nice da. Und die Musik, es war super vorbereitet. 10 von 10. Ja, viel zu Premium für unseren Party-Standard. Ja, nichts gegen deine Hausparty neulich. Ach so, die. Oh Gott, die müssen wir eigentlich auch irgendwann mal erzählen. Das war schon witzig. Also, das war ja wirklich nochmal andere Eskalation. Auf jeden Fall wurden wir dann in Teams aufgeteilt. Beziehungsweise haben wir so Knicklichter random gezogen und dann waren wir in einem Team. Und mit dem konnten wir dann weitere Punkte sammeln, um unseren Gewinn abzustauben. Ja, der Gewinn war saftig, du. Das heißt, kam alles so unerwartet, dass auf einmal eine Gameshow ist. Ja, wir dachten eigentlich, wir gehen auf einen ganz normalen Geburtstag, aber es war einfach irgendwie überhaupt nicht normal. Aber es war halt eigentlich, also es war schon lustig,
Aber ich hätte nicht gedacht, dass man auch ohne Drogen Spaß haben kann, weißt du? Weil ich versuch's ja auch nie. So drastisch würde ich es nicht formulieren. Ja, man kann durchaus sehr, sehr viel Spaß und Drang haben. Manchmal sogar mehr. Aber die Party wäre lustiger gewesen mit Drogen. Das wahrscheinlich. Darum, ja, das ist richtig. Wahrscheinlich. Ja, dafür konnten wir aber besser tanzen wahrscheinlich. Nein, wir haben beide getanzt wie ein Stück Scheiße. Das war so schlimm, ey. Das hat Spaß gemacht. Ich meine, man muss es fühlen. Immer. Leute, immer komm, den Fick aufgeben, wie man aussieht. Ne? Beim Tanzen. Einfach fühlen den Shit. Ja. Die Confidence. Ja. Auch wenn man am Ende keine abkriegt. Oh Mann, ey, ja, das war echt nur so. Bei mir läuft ja eigentlich jeder Abend so ab, einfach unerfolgreich. Und am Ende sitze ich in meinem Bett und bin stoned eigentlich. Also jedes Mal. Ne? Also jede Partyabend denke ich mir auch nur so: Heute staubst du dir eine ab und dann am Ende ist es wieder nur die gute alte Maria. Eine traurige Geschichte. Aber Maria bleibt dir treu. Ja, also, Maria bleibt mir treu. Es geht bergab auf. Ja. Aber ich verbrenne sie ja jedes Mal. Sie geht durchs Feuer für mich. Ja. Na, in den Teams haben wir dann weitere Spiele gespielt. Zum Beispiel sollten wir die Veranstalterin malen. Generell habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass sie ein bisschen egozentrisch war. Mehr dazu später. Also gut, es war ihre Party und ich habe echt nichts dagegen. Ja, also sie ist cool, aber sie hat sich des Öfteren selbst zum Thema gemacht. Ja, aber das ist eigentlich... Sie hat es nicht übertrieben. Fand's okay, ja. Ja. Ja, wir haben sie alle gemalt. Meine Malskills waren nicht so krass. Es gab ein Team, da war eine, die hat das überkrass gemacht. Das war mein Team, ja. Das war mein Team. Echt? Ja, ich glaube, in meinem Team war die. Da war noch eine, die richtig krass gezeigt hat. Ja, meinst du die mit der Brille jetzt? Weiß ich nicht mehr. Die hatte bunte Haare, glaube ich, und Tattoos. Das war die aus dem Team mit dem Typen, der rappen konnte da. Na, ah, genau. Ja. Also nee, ich konnte besser rappen als er, möchte ich kurz merken. Was? Ich konnte besser rappen als er. Ja, doch. Also ja. Er hat auch gut gerappt, finde ich. Das muss ich kurz für mein Rapper-Ego machen, weil Rapper haben alle kleine Schwänze. Der Diss-Track ist incoming. Später kam noch... Was kam danach? Mal ganz kurz hier, kurze technische Störung, wir gucken mal eben ganz kurz aufs Skript hier. Oh Gott, nein, dann kam der Cringe des Jahrtausends. Ah, die Gedichte, ja. Ja, stimmt. Oh Gott, war das schrecklich. Also, ein Team hat so, oder zwei Teams haben so Diss-Dinger gemacht. Die waren teils ganz lustig. Genau, ihr zum Beispiel auch. Ja, wir hatten alle irgendwas aufgeschrieben, was sich halt reimt am besten und dann hat man es einfach vorgetragen vorne, aber so richtig monoton wie bei so einer Klassenaufführung und dann haben alle geklatscht, obwohl es einfach übel scheiße war. ein Team hatte das gerappt, das mit dem Rapper von vorhin, war aber nicht im Takt leider. Das war auch eher, das war nicht so... Es hatte nicht nur diese Reime, wie man sie so kennt, weißt du, also dieses, wie heißt das? Es war eher einsilbig, ne? Ja, also es hatte nicht so... Keine Assonanzen, meinst du? Ja. Genau, das meintest du. Ja, also dass man versucht ja möglichst die gleiche Anzahl an Wörtern in den beiden Sätzen zu bringen, weißt du? Ja. Und das war ja nicht so. Ja, genau. Ja. Und dann war das Gedicht meines Teams. Ich war nicht so beteiligt an diesem Gedicht beim Schreiben, beziehungsweise... Hatte eine Dame meines Teams sich direkt dran gemacht und Line für Line aufgeschrieben. Und ich habe nicht so ganz reingefunden, weil ich das so, aus meinen Rapper-Gewohnheiten anders angegangen bin. Ja. Jedenfalls wurde es dann richtig, richtig cringe in der Performance. Ich stand einfach nur daneben und habe gehofft, dass es aufhört. Man hat ihm das angesehen auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also einer hat es vorgetragen und die andere hat performt dazu, ja. Und es war sehr Stripclub-mäßig. Ich weiß nicht mehr genau, was wir da gesagt haben. Auf jeden Fall hat einer vor allem mit dem Arsch gewackelt und... Oh ja, das war aber geil. Also, ich fand ihn nicht so geil. Oh, war das ein Er oder eine Sie? Das war eine Sie. Meinst du, die mit V anfängt? Das weiß ich alles gar nicht mehr, wie die hießen. Ja gut, also wenn es die ist, die ich denke, dann war es eigentlich schon ganz nice, muss ich sagen. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich und deswegen ist das okay. Ja. Er steht auf fette Frauen. Das stimmt nicht. Nee, die war auch nicht fett. Die war auch nicht fett. Ja. Also die auf der Party, meine ich.
Ja, ne, ja, nee, also. Also das weiß ich nicht. Man nennt es in Fachkreisen, nennt man das thick. Ja, das ist einfach nur ein bisschen dickerer Arsch und ein bisschen. Ja, ja, zu wenig ist auch. Mehr Hupen. Was hast du mir vorhin erzählt mit Körbchengröße F? Ja, pass auf, die hat Körbchengröße F, aber 75. Ja, was? Das, also 75 ist der Umfang, ne? Die ist übel dünn, ne? Aber dann hat die F, das ist insane, Junge. Das ist einfach Rias Creme und ihre Aber wir schweifen ab. Aber okay, ja, ja. Dazu vielleicht wann anders. Ich habe einen Rap-Text heute drüber geschrieben, aber egal. Aber das ist eine Frage, die ich mir die ganze Zeit schon stelle. Warum hängt da ein Krückstock an einer Wand mit einer Hupe und einem Flachmann dran? Da war mal so ein Verbandskasten mit einem Kondom noch drin. Wie so als Rentner Leute erschrecken, dabei die ganze Zeit Alkohol saufen. Das machst du die ganze Zeit. Das ist es, was ich möchte. Ja, ich bin vorbereitet auf mein Rentnerleben. Ja, die Rente. Ich bin auch schon direkt hier das Geld. Naja, der Dollar ist auch da, naja. Siehst du? Deswegen eigentlich, ja. Der Dollar. Pass auf, wir hatten ja Punkte gesammelt auf der Party. Und das waren, oh Mist, jetzt haben wir den Namen gesagt. Das waren auf jeden Fall die Name Währung. Dieser Person Dollar. Das war die Währung da, ja. Genau, sie hat Geldscheine drucken lassen mit ihrem Gesicht drauf. Das sieht gut aus eigentlich, also der Dollar, ist, ne? Das ist mega cool. Ja, das ist wie so ein klassischer Dollar, nur mit ihrem Gesicht. Ja. Das waren unsere Punkte. Voll nice. Sie hat sich so Mühe gegeben. Wo waren wir jetzt stehen geblieben eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Als nächstes kam das finale Spiel, glaube ich. Die Spiele waren nicht alle hintereinander. Also es war gut aufgeteilt, denke ich. Es waren immer so ein Spiel, dann so 20 Minuten normal Party existieren. Zwischendrin kam noch ein Kuchen rein. Ja. Alles sehr nice. Und dann kam ab und zu mal so ein Spiel. Fand ich eigentlich ganz nice verteilt. Und ja. Wir hatten dann schon viele, viele Punkte gesammelt. Und dann kam das Finale. Wir hatten zwei Boxen mit Requisiten und Kostümen. Und jedes Team, nee, es wurden nur noch zwei Teams. Die Teams wurden jeweils zusammengepackt. Und dann sollten zwei Teams jeweils eine Aufführung machen. Stimmt, aber die wurden zusammengepackt, weil dann schon welche gehen mussten. Deswegen. Oh. Ja, weil die aus dem einen Team sind, glaube ich, zwei Leute gegangen. Ja. Und dann wurden die zusammengepackt, die Teams. Stimmt, die eine musste mit der Bahn weg, mit dem letzten. Ja, jedenfalls haben wir dann Aufführungen gemacht, improvisiert. Wir waren in jeweils getrennten Teams. Ja, also wir waren gegeneinander quasi. Genau, und es ging um, die Preise wurden uns auch schon gezeigt. Also für jeden war so eine Tüte dabei und es gab die goldenen Tüten und es gab die roten Tüten. Ich kenne nur die grünen. Ja, die goldenen Tüten waren eben für die Gewinner. Ja, willst du uns erzählen, was in eurer Aufführung Tolles passiert ist? Wir haben sehr lange überlegt, was wir machen sollen, um diese goldenen Tüten abzustauben. Und irgendwann kamen wir auf die grandiose Idee, irgendwie was zu schauspielern. Und dann haben wir halt richtig schlecht geschauspielert. Es war super, es war wirklich gut. Es war richtig gut. Und wir haben vorher die ganze Zeit überlegt, wie wir das machen können und so. Und dann haben wir, was war das, ein Mord auf einer Party oder sowas haben wir nachgestellt, der auch so richtig schlecht geschauspielert war. Nein, ich habe natürlich alles gegeben. Mit meiner Lichtstimme habe ich alles gegeben. Es macht mich so glücklich, wenn du diese Stimme machst. Ich habe ein Schulkind gespielt und ja, habe ich gut zum Lachen gebracht. Und ja, das ist jetzt die Frage, was ihr gemacht habt. Es war insane witzig. Ich will nur mal kurz was zu diesem Schauspiel sagen. Da war eine, die beste Freundin, glaube ich, von der Veranstalterin. Die, ja. Mit der waren wir auch manchmal bowlen, ne? So ja. Eine liebe, kleine, nette Dame. Und die haben da halt geschauspielert, ne? Und die war wie Kommissarin. Die hatte einen einfach voll in die Fresse gehauen. Ihr wurde in die Fresse gehauen von ihrer Schwester. Ach, das war ihre Schwester? Ich glaub schon, ne? Lol. Ja, auf jeden Fall hat einen guten Einsatz, ja, gegeben. Die haben sich voll aufs Maul gehauen. War ein schönes Schauspiel. Also so wirklich hat einfach nur Klatsch gemacht. Das hast du, ey. Das war krank, ey. Ah, insane witzig. Ja, also ich muss sagen, du sagst, das Schauspiel ist schlecht, aber ich fand's wirklich gut. Also Real Talk. Ich fand das richtig gut. Auch deine Rolle. Alter. Also ich fand sie insane witzig. Und auch die Polizistin, die dann den Mord aufgeklärt hat und die Schellen verteilt hat, die war wirklich aggressiv unterwegs. Ja, ja. Die ist auch ins Publikum gegangen und hat gesagt, yo, du warst es doch. Du siehst doch verdächtig aus. Stimmt, ja. Hab ich fast in die Hose geschissen. Es war sehr authentisch. Ja, bei mir dachten wir uns, oder bei unserem Team dachten wir uns, ey, der eine kann ja rappen, das war ich. Wir können eine Rap-Aufführung machen. Und ein anderer war Tanzlehrer.
der hat dann den anderen gezeigt, wie man tanzt und dann habe ich einen Part performt und sie haben im Hintergrund getanzt. Echt, der war Tanzlehrer? Ja, der war Tanzlehrer, der mit dem freshen Drip. Der Kumpel von dem Freund von ihr, meinst du? Das kann sein, ja. Ja. Der, das war ja der Einzige, der noch da war. Der war auch sehr stylisch gekleidet. Ja. Aber der sah auch aus wie ein Tanzlehrer. Ja, also er sah aus wie ein übelster Hipster, finde ich. Irgendwie. Ja, er war sehr hipsterartig. Aber tanzen konnte er. Ja, das kann sein, ja. Ja, jedenfalls habe ich da meinen Part performt. War ganz nice. Es gibt auch ein Video davon. In dem Ding da. Ja, jedenfalls war eure Aufführung witziger. Deshalb habt ihr gewonnen. Ja, aber das ist ja auch immer noch objektiv gesehen. Also ich meine, das war ja der Geschmack von der Veranstalterin. Subjektiv, ja, weißt du. Subjektiv, meine ich ja. Habe ich doch gesagt, Mensch. Nee, du wolltest sagen, objektiv war meins besser, Junge. Ich meine keine Frauen. Nein, okay. Okay, so, jetzt was? Übertrieben. Ich entschuldige mich an der Stelle für diesen Witz. Er war einfach unter der Gürtellinie. Ich habe ihn nicht verstanden. Okay, sehr gut. Ja, am Ende hat sich die Veranstalterin für das wunderschöne Schauspiel entschieden. Verdient, finde ich. Weil es war insane witzig. Also ich hab's so hart lachen müssen. Ja, aber ich schon wegen der Stimme. Legit nur wegen dieser Stimme eigentlich, wenn ich. Ja. Und dann haben wir unsere Preise bekommen. Also alle haben Preise bekommen. Ich habe die Tüte hier gerade, ich hole sie gerade mal raus. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin war. Aber wo ist die Tüte hin? Da ist die Tüte. So ein Riesending. Okay. Also wir lohnen sie mal, was unsere Kifferhirne nicht mehr wissen. Wir haben eine Pflegedusche. Ja. Ja, ein wilder Preis. Bitter nötig bei ihm. Eine Fußmaske. Was ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Wir haben einen Duftbaum, der kein Baum ist, sondern eine nette Frau, die echt schöne Brüste haben. Darüber haben wir auch auf der Party geredet. Oh ja, mashallah. Das ist eine gute Brustform, weißt du? Ja, du siehst da noch so ein bisschen den Nippel, so ein bisschen. So. Sehr natürlich, ja. Ja, ja, es gefällt mir. Ja. Das riecht gut. Riecht man das durch die Packung durch? Ja, aber richtig. Wow. Ja, es ballert. Ist echt gut. Dann ist hier noch so geiler Papierscheiß und eine Feder. Ja. Das sehen wir uns für den Schluss auf. Desinfektionsmittel. Sehr sinnvoll, während Zeiten von Corona. Ich glaube, es war auch noch irgendwas, was ich nicht mehr in dieser Tüte habe. Nee, das andere war, glaube ich, eine Goldtüte. Ach genau, da waren noch eine Menge Süßigkeiten drin und der Rest war eine Goldtüte. Ich hatte, das war aber nur eine Änderung. Ich hatte diese Metallstrohhalme. Ja, genau, Metallstrohhalme. Das ist krass. Das ist krasser Gewinnerpreis. Wenn man drüber nachdenkt. Ja, da weichen die nicht auf, wie Pappstrohhalme. Ja. Imagine, du nimmst den so zum Maggis mit, deinen Metallstrohhalm. Ein weiterer Preis, den ich insane witzig fand. Ich wollte ja, sie hat sich selbst so ein bisschen öfter zum Thema gemacht, ne? Sie hat einfach in diesen Geschenktüten eine Autogrammkarte von sich jeweils reingesteckt. Mit einem Bild von ihr drauf und ihrem Namen. Das ist keine Autogrammkarte, das ist eine Stempelkarte. Da kannst du. Ja, auf der anderen Seite ist eine Stempelkarte hier, noch. Hier sieht man, wir werden jetzt wahrscheinlich zum nächsten Geburtstag auch noch eingeladen und dann kriegt ihr hier eine 22, dann kriegst ihr eine 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bis zum 30. Geburtstag ist die Bildung. Ich blende es euch ein. Einfach eine Stempelkarte für ihre Geburtstage. Was kriege ich am Ende? Dann werden wieder Filme gedreht. Aber da werden dann wirklich die dubiosen Filme gedreht. Der letzte Preis hat aber, der war es nochmal komplett. Wir haben T-Shirts bekommen und da war ein Druck drauf mit dem Geburtsdatum und einer wunderschönen Dame. Genauso wie der Autobaum, ne? Genau, das sah so ähnlich aus. Die haben auch Logos entworfen und so ein Shit. Richtig, wir hatten ja den Aftermovie gesehen und da wurde das alles gezeigt und sowas. Ziemlich nice. Sie haben einfach Shirts gemacht. Ja, und diese Shirts sollten wir dann anziehen und dann ging es zur nächsten Überraschung. Ja, sie hat Bowling ausgegeben. Ja, wir sind Bowling gegangen, das war heftig. Aber es war so schlimm, ich habe sowas von keine Lust mehr auf Bowling gehabt danach. Ne? Du warst richtig schlecht. Ja. Aber das letzte Mal warst du, obwohl, nee. Du hast immer am Ende nachgelassen. Ich habe immer nachgelassen auf jeden Fall irgendwann, ja. Aber davor warst du immer besser als ich. Nee, ja doch, am Anfang habe ich einen Strike gewürfelt, so, ja Mann, das ist meine Runde und dann am Ende so, oh Mann, ich bin letzter von allen. Aber es war anders funny, dass wir einfach alle, irgendwie zu acht oder so, sind wir alle mit demselben Shirt, mit dieser Stripperin in dieses Bowling-Ding gegangen und waren da am Bowlen.
Wir wurden gefahren mit einem wunderschönen Fahrzeug. Oh, die Fahrt war... Das war ein 1er BMW, glaube ich. Ey, die Fahrt war richtig krank. Das war richtig geil. Wir hatten so LEDs in dem Auto drin und alles. Das war richtig gut ausgestattet. Die Boxen waren auch richtig krank. Das war heftig. Wir haben die ganze Zeit über dann Tadel gehört. Ja, aber der Fahrer hatte auch noch einen vernünftigen Musikgeschmack. Ja, und ich hatte dann, seit diesem Tag lang habe ich diese zwei Lieder, die wir die ganze Zeit gehört hatten, also Insomnia und, wie heißt das andere? Modus? Modus hatte ich davor schon. Mag ja sein. Ja. Die beiden Lieder habe ich seit diesem Tag dann alle in meine Playlist gemacht, weil ich die so abnormal gefühlt habe in dem Moment. Also es war richtig krank. Es war richtig nice. Das Auto ging auch gut nach vorne. Ja. Überall LEDs da drin. Es war richtig cool. Autobahn war auch leer. Deutschland direkt 200 km/h. Ja, Mann. Das war richtig krank. Da war es auch irgendwann 2 Uhr nachts. Und dann sind wir wieder zurück. Wir haben nicht so lange Bowling gespielt. Und dann sind und ich auch mit dem Auto wieder nach Hause gefahren. War das? Ja, das war. Gefahren. Also, ich habe mich nicht mehr so fit gefühlt beim Fahren, ne? So ein bisschen. Ich weiß nicht. Das letzte Mal, als ich auf eine Party gefahren bin und nicht Alkohol getrunken habe, da haben andere halt Alkohol getrunken, eigentlich alle außer ich, weil ich gefahren bin. Und da hatte ich so das Gefühl, dass ich passiv betrunken bin, weil ich die ganze Zeit mit betrunkenen Menschen rumhänge. Also nicht so krass, dass man jetzt sagen würde, ich kann nicht Auto fahren, aber halt so, keine Ahnung, so die Stimmung, ne? Sag ja immer, Alkohol schadet deinen Mitmenschen. ich glaube, es waren die Menschen. Menschen sind anstrengend, ja. Und es war 2 Uhr nachts. Jedenfalls haben wir dann eine falsche Abzweigung genommen und dann haben wir eine Ausfahrt verpasst. Und dann dauerte die Fahrt auf der Autobahn doch ein bisschen länger. Ist sehr ätzend, weil du auf der Autobahn eine Ausfahrt verpasst. Ja, du konntest vor allem einfach nicht drehen und dann sind wir erstmal in die Stadt reingefahren. Und dann mussten wir in der Stadt drehen und sind den ganzen Weg nochmal zurückgefahren. Ja. Ja, und irgendwann ist 3 Uhr nachts, war ich dann daheim. Ja, das kann drehen kommen, ja. Ja, letzten Endes eine sehr interessante Party mit einem außergewöhnlichen Setting, ohne Substanzen und mit einer sehr interessanten Organisation. Es war seltsam, aber es war seltsam witzig auch irgendwie. Ja, und ich habe jetzt eine Autogrammkarte. Ja, Mann, ich habe auch eine. Wenn sie irgendwann rich ist, dann... berühmt ist, dann let's go auf eBay. Ja, Mann. Oder auch nicht. An der Stelle will ich nochmal kurz mein Grasgeschäft supporten. Was? Nein, ich habe doch vor, den Coffeeshop zu eröffnen, vielleicht wenn Gras legal wird, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das mache. Da sehe ich uns. Dann könnt ihr hinkommen zu unserem Coffeeshop. Den würde ich sogar actually auf dem YouTube-Channel dann sogar bewerben, ne? Da würde ich sogar wirklich ein Face-Review machen und einfach nur sagen, Junge, Kauft meine Drogen, Alter. Unter legalen Umständen und unter einem Hygienekonzept kauft meine Drogen. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ja, gut. Eine wundervolle Party. Möchtest du noch etwas sagen dazu? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einen Joint rauchen. Da sehe ich schon. Gut, abonniert Marihuapla, macht es gut, frohe Weihnachten, morgen kommt das nächste Video. Tschüss. Tschüss.